Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das hier entsteht sehr spontan, weil gestern wurde von vier großen YouTuberinnen, die ihr bestimmt alle kennt, veröffentlicht, dass es unter dem Hashtag Schachtelglück vier Boxen zu kaufen gibt, also von jeder YouTuberin eine, nämlich von Dagi Bee, von Diana zu Löwen, von Sophia Thiel und von Julia Butix oder wie auch immer man das ausspricht. Und jede gibt es für 5 Euro bei DM, was ich einen ziemlich coolen Preis fand. Und dann habe ich mir die Box von Dagi Bee angeschaut, die hat ein Video drüber gemacht und dachte mir so, wow, für 5 Euro sind einfach richtig coole Sachen drin. Bin schnurstracks nach der Uni zu meinem DM gelaufen und guess what? Natürlich gab es die Box von Dagi Bee nicht mehr, war ja irgendwie fast zu erwarten. Und dann habe ich mir aber 2 andere Boxen ausgesucht und ich weiß vor allem nicht, was in den Boxen drin ist. Deswegen wird dieses Unboxing jetzt doppelt spannend, also für euch und für mich, weil ich mir nur die von Dagi Bee angeschaut habe und mir dann dachte, ja, die will ich haben. Und jetzt zeige ich euch erstmal, von welchen 2 ich die Boxen habe. Und zwar, ihr habt es im Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen, habe ich einmal die Box von Diana und einmal die Box von Julia. Und also was schon mal auffällt ist, die Box von Diana ist ziemlich leicht und die von Julia ist echt voll schwer. Und ich bin echt gespannt, was da jetzt gleich rauskommt. Ich würde einfach mal spontan sagen, ich fange mit der Box von Diana an. Jede YouTuberin hat ja hier noch so einen Spruch auf der Seite stehen. Und bei Diana ist das Open your mind and your heart. Und ich würde sagen, wir open jetzt mal diese Schachtel. Oh, okay, da kommt schon mal voll so Styroporzeug raus. Da auf dem Schachteldeckel habe ich gerade gesehen, dass die Produkte draufstehen. Deswegen gucke ich da jetzt mal nicht so genau drauf. Und hier ganz oben drauf liegt eine Autogrammkarte. Moment. Okay, als allererstes kommt hier ein Balea Lippenpflegestift raus. Sweet Mandarin. Hört sich sehr cool an. Sweet Mandarin kenne ich nicht. Deswegen umso cooler. Limited Edition von Balea. Ihr müsst übrigens wissen, ich liebe solche Überraschungsboxen. Also ich bestelle auch voll gern so Beauty-Boxen, wo man dann eben jeden Monat was bekommt und ich weiß, was drin ist. Deswegen ist das gerade sehr cool. Dann kommt ein, auch wieder von Balea, Fülle und Pracht Volumen Spray. Ich dachte, das sei ein Shampoo, aber das ist wohl ein Spray. Ohne Silikone ist schon mal sehr gut. Und man gibt es dann in das Handtuch trockene Haar und spült es nicht aus. Also da bin ich mega gespannt drauf. Die Verpackung sieht auch richtig cool aus. Ah, oh, wie cool. Dann kommt hier die I Love Extreme Mascara raus von Essence. Improved Formula. Die habe ich selber schon mal gehabt und finde ich sehr cool. Was mir übrigens gerade auch voll positiv auffällt, ist, dass es alles Originalgrößen sind. Ich dachte, für 5 Euro gibt es vielleicht auch alles irgendwie nur in Pröbchen oder so. Und dann kommt hier noch eine Balea Peel-Off-Maske raus. Ich hatte tatsächlich noch nie eine Peel-Off-Maske. Deswegen finde ich das auch sehr cool. Und als letztes, glaube ich zumindest, ist hier ein Miracle Gel Nagellack dabei. Und da steht drauf No Light, also man braucht wohl keine Lampe. Ich weiß gerade, ah, Sally Hansen ist die Marke, kenne ich gar nicht. Ja, bin ich gespannt, wie der aussieht. Und hier oben im Deckel seht ihr nochmal, was alles drin war. Also man kann wohl alle möglichen Farben von diesem Nagellack bekommen. Und ich finde, für 5 Euro hat sich das ja schon mal sowas von rentiert. Also ich habe keine Ahnung, was der Warenwert ist. Krass, ich habe gerade gesehen, hier unten sind die Preise aufgelistet, was das alles an Original kosten würde. Und dieser Nagellack würde einfach mal 11,85 Euro kosten. Kennt den Nagellack irgendjemand von euch? Weil irgendwie ist das ja total krass, dass die ganze Box dann für 5 Euro ist. Weil so ist da fast ein Wert von, ich glaube, fast 20 Euro drin. Also ich muss schon mal sagen, Respekt an diese Idee, auch mit diesen 4 YouTubern das zu machen. Ist einfach richtig cool und jetzt bin ich umso gespannter, was aus Julias Box so alles rauskommt. So, dann haben wir noch die Box von Julia und ihr Spruch ist, den habe ich vorher schon gelesen und finde ihn richtig cool, wir müssen ja sowieso denken, wieso dann nicht gleich positiv. Finde ich sehr cool und jetzt bin ich echt gespannt, was hier rauskommt, weil die Schachtel ist mega schwer. Einmal ist ja auch wieder eine Autogrammkarte drin. Und als erstes kommt mir auch schon eine Lippenpflege entgegen. Wahrscheinlich sind da jetzt voll ähnliche Produkte drin. Und zwar von Alverde. Finde ich sehr cool. Ich finde Naturkosmetik ja auch sehr, sehr cool. Und zwar Bio Calendula. Dann haben wir von Balea hier Anti-Pickel-Patches. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Soft and Clear. Dann kommt hier raus ein Balea Duschschaum Fresh and Fruity. Das erinnert ja fast ein bisschen an Bibi.
Und zwar ist das Limette und Pink Grapefruit. What? Jetzt weiß ich auch, was hier so schwer war. Und zwar ist hier einfach mal eine große Flasche von Garnier Micellenreinigungswasser drin. Okay, ich glaube, das ist auch nicht so billig. Das kostet 3,85 Euro, immerhin auch. Also ich finde das echt krass, was hier für Produkte drin sind. Ah, fast hätte ich es übersehen. Hier ist noch 3 Nano Invisibobbles. Kenne ich gar nicht. Wie cool, einfach 3 kleine Invisibobbles. Ja, und hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, was bei Julia in der Box drin war. Also was ich richtig krass wieder finde, ist dieses Micellenreinigungswasser. Die riesige Flasche ist ja einfach drin. Und ich würde es mal so grob überschlagen, kommen wir so auf ein bisschen mehr als 10 Euro. Was ich auch wieder richtig krass finde. Also natürlich, man kann sich die Produkte nicht aussuchen, die da rauskommen. Aber, also mal eine richtig coole Aktion von DM. Und als letztes habe ich jetzt noch eine kleine Überraschung für euch alle, die bis zum Ende dran geblieben seid. Und zwar verlose ich diesen Gel-Nagellack, der bei Dianas Beautybox mit dabei war. Da ich euch ja auch immer gerne was zurückgebe und ich glaube, dass hier auch echt ein cooles Produkt ist. Vor allem die Farbe passt super gut zu Weihnachten. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich Abonnent von meinem Kanal sein, weil es natürlich ein Zurückgeben an meine Abonnenten sein soll. Dann dürft ihr natürlich gerne dem Video einen Daumen nach oben dalassen und einfach irgendeinen lieben Kommentar in die Kommentare schreiben. Dann nehmt ihr teil und die Verlosung läuft bis nächste Woche Donnerstag. Das ist der 1. Dezember. Da gibt es auch ein riesengroßes Ankündigungsvideo auf diesem Kanal. Da dürft ihr echt so gespannt sein. Und in dem Video verkünde ich dann auch, wer den Nagellack gewonnen hat. Und dann würde ich einfach nur sagen, habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute!